maximale Panzerung. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Energie kritisch. Aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Maximale Stärke.
Zunächst eine Zusammenfassung. Nordkoreanische Truppen haben auf den Lingshan-Inseln im philippinischen Meer mehrere tausend Zivilisten evakuiert. Warum? Laut des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-chul hat die Operation rein humanitäre Gründe. Selbst auf Hawaii wurden leichtere Beben registriert. Nordkorea behauptet, dass ein bevorstehender Vulkanausbruch die Bevölkerung der Insel bedroht. Amerikanischen Experten zufolge gab es auf der Inselgruppe seit Beginn der Aufzeichnungen keine vulkanischen Aktivitäten. Außenminister Douglas Bornheim setzt die Vorgehensweise Nordkoreas mit einer Invasion gleich. Worum geht es also wirklich? Wir begrüßen zu diesem Thema Dr. Joseph Harford, den Leiter der Kommission für fernöstliche Beziehungen. Mr. Harford, was genau bezweckt Kim Jong-chul? Tja, die aktuelle Situation war ja schon seit längerem abzusehen. Kim Jong-chul versucht schon seit einiger Zeit, den Einfluss Nordkoreas auf den Pazifikraum auszudehnen. Er konzentriert sich dabei auf diese de facto unabhängigen Nationen, die in seinen Augen leicht beeinflussbar sind. Wie Sie wissen, hat Nordkorea auf eben diesen Inseln vor 4 Jahren die marxistische Unabhängigkeitsbewegung der RFIP unterstützt. Als dann die von Kim Jong-chul gestützte Revolutionsregierung es unter dem Wert von $1 Milliarden verstaatlichte, gab es enorme Spannung. Und welche Art von Bedrohung geht von Nordkorea aus? Nordkorea ist nicht mehr das Armenhaus Asiens. Im Jahr 2008 gab es in Nordkorea einige grundlegende Veränderungen. Nach dem Tod seines Vaters leitete Kim Jong-chul umgehend Reformen nach maoistischem Vorbild ein und verwandelte die Metropolen des Landes in faktisch unabhängige Freihandelszonen. Pyongyang hat heute die zweithöchsten Umsatzerlöse weltweit. Dadurch ist das Regime in der Lage, modernstes militärisches Gerät aus China zu importieren. Und was wir auch nicht vergessen sollten, Nordkorea untermauert seine Politik mit Atomwaffen.